wir fahren jetzt zu den Elefanten. Das war richtig krasse Experience, richtig schön. Guten Morgen, Freunde. Heute ist einer der letzten Tage angebrochen und ich dachte, ich filme noch ein bisschen. Wir gehen heute in eine Elephant Sanctuary, also in eine Elefantenauffangstation, wo sie freigekauft werden aus schlechten Haltungsweisen oder wo die Tiere zum Arbeiten gezwungen werden und so. Also, sage ich mal, die beste Möglichkeit, Elefanten anzuschauen, unterstützen zu können, weil man die mit dem Eintritt, das kostet 80 Euro pro Person, auch mit dem Essen unterstützt. Aber dazu erfahren wir gleich noch mehr. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich bin noch richtig müde. Gestern war nämlich der erste Tag, wo ich so ein bisschen Probleme mit dem Bauch hatte wegen dem Essen oder auch ein bisschen mehr. Mir war richtig schlecht und deswegen habe ich nicht so viel geschlafen, wie man sieht. Aber naja, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf den Tag. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal ready. Ich bin jetzt ready, wie ihr seht, und wir fahren jetzt zu den Elefanten. Freust du dich, Daniel? Ich bin noch zu müde, um mich zu freuen. Wir machen jetzt als erstes Futter für die Elefanten. So, wir haben ja schon so einen Brei gemacht aus Bananenkraftfutter, Reis, Kürbis und noch irgendwas. Und jetzt mischen wir das hier gleich mit diesem Mehlzeug und dann machen wir so Bälle draus, die wir schon gemacht haben. Ne? Ja. Und wir dachten gerade, es regnet, aber nein, das ist Grillenpipi. Machen. Guck mal, wie viel. Die spritzen uns an. Ich mach die einfach hier rein, ne? Ja, jetzt wird gefüttert! Wir haben jetzt solche Hüte bekommen und wir gehen jetzt in die offene Anlage, wo noch Elefanten rumlaufen, also ganz viele, wo die sich freier bewegen können. Also das ist sozusagen die Küche, die können ja sich auch frei bewegen, aber hier bekommen die immer Essen. Und dann laufen die so ein bisschen mehr hin und her. Also ich bin richtig gespannt, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Wir haben am Anfang ja so einen Film mit Regeln bekommen, dass man zum Beispiel nicht von hinten an die Elefanten rangehen darf oder so, weil die dann eigentlich sehen und verletzen könnten. Ich schub einen um. Kennst du den Film? Du kannst ihn nicht umschubsen. Das ist mein Schwert. Kann er nicht aufpassen. Und wir nehmen auch so einen Elephant Cake mit. Den können die Elefanten dann essen. Der sieht richtig süß aus. Aber Elefanten essen richtig viel pro Tag. Wie viel pro Tag war das? 10% ihres Körpergewichtes. So, wenn so ein Ding mal 4 Tonnen wiegt, sind das 400 Kilo an Obst. Ja, 400 Kilo einfach pro Tag essen. Crazy. So, Freunde, wir sind jetzt wieder an unserem Anfangsstartpunkt. Ich glaube, wir sehen noch ein anderes Elefantenbaby. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehen wir noch ein anderes Elefantenbaby? Ja, Elefantenbaby Luna. Luna, wow. Und mir ist auf jeden Fall sehr warm. Wir haben hier so Tücher bekommen zum Abkühlen und ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut. In Deutschland kriegt man immer warme Tücher, meinte Dodo gerade so nach dem Friseur und hier einfach schön gekühlt. Ja. Das ist so geil. Sehr cool. Die Haut des Elefanten fühlt sich so krass anders an, als ich mir das vorgestellt habe. Richtig borstig irgendwie auch. Ja, aber auch so fest und trocken und keine Ahnung, irgendwie anders. Ich fand's richtig geil. Ich fand witzigerweise, Elefantenhaut fühlt sich ein bisschen an wie meine Haut. So, das ist so, guck mal, wenn man so... Nein. Hier so. Ich finde hier so, wenn man hier so anfasst, Digga, fühlt sich an wie Elefantenhaut. Ja. Ich schwöre. Nein. Ich schwöre, es fühlt sich so an. Ja, okay. Ich schwöre, das fühlt sich so an. Es war richtig krasser Experience, richtig schön. Und vor allem ist es schön zu sehen, dass die Elefanten das hier gut haben und dass die aus so Gefangenschaft freigekauft werden, damit die es hier gut haben. Und dafür zahlt man auch gerne mehr Geld. Aber ich finde trotzdem, es hätte sogar noch teurer sein können, / müssen, weil wir bekommen hier auch noch Essen und man hätte sich hier aus dem Kühlschrank noch was nehmen können. Alles kostenlos, heftig. Hat's nicht geschmeckt oder was? Ja. Oh. Oh, ich dachte, du hast ja noch. Hauptsache, sie hat noch so voll viel, dann will er noch mehr.
jetzt gibt es Essen. Dieser Baby-Elefant war auch richtig süß. Den konnten wir auch füttern, den anderen nicht, weil der ist, sage ich mal, zu unberechenbar. Und da kann man sich auch schnell verletzen, wenn der Baby-Elefant den Arm greift oder so, weil die wiegen trotzdem eine halbe Tonne. Der Mama-Elefant jetzt war richtig, richtig stark. Das hat man richtig gemerkt, weil die immer so ganz schnell das Essen gegriffen hat. Und die wurde befreit aus sozusagen einer Tanzshow. Und jetzt habe ich hier Essen, einmal Massaman-Curry, Pad Thai, ganz viel Obst und Reis. Ich freue mich richtig. Mmh. Das Pad Thai ist auch richtig gut. Richtig lecker. Wir sind wieder von der Elefantentour zurück. Oh mein Gott, es war wirklich ein so, so schönes Erlebnis. Wir waren ja den ganzen Vormittag dort mit den Elefanten und ich hoffe, ihr konntet auch ein paar schöne Einblicke gewinnen. Ich muss sagen, ich habe so Respekt vor den Elefanten, deswegen konnte ich nicht alles filmen und konnte auch nicht immer filmen, aber es hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Also wir haben die erst gefüttert und dann noch so Futterbällchen zubereitet. Dann sind wir sozusagen ins Gehege gegangen und dort konnten die Elefanten frei rumlaufen. Da haben die dann noch so einen Elefantenkuchen bekommen. Also ich glaube, das ist halt wirklich eher so für die Touris, damit die sehen können, wow, der Elefantenkuchen sieht so toll aus, weil die Elefanten interessiert es ja nicht, wie das Essen aussieht, aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann sind wir noch im Gehege rumgelaufen, sind da ein paar Stationen abgelaufen. Also wir haben einmal noch zwei Elefantenmännchen gesehen und die waren tatsächlich auch in einem, schon kleineren Gehege. Und dann haben wir auch gefragt, so, warum das so ist, und die meinten, dass sie gerade in der Paarungszeit sind, also zwei Elefantenmännchen. Und wenn man die jetzt frei im Gehege rumlaufen lassen würde, dann würde es auch zu Kämpfen kommen, und das wollen die natürlich nicht. Und sozusagen, um die Elefanten dann auch vor sich selbst zu schützen, werden die dann jetzt in der Paarungszeit in den Gehegen gehalten. Aber die Wärterin von der Sanctuary meinte auch, dass sie gerade daran arbeiten, noch mehr Gelände zu kaufen, damit die Elefantenmännchen dann auch in der Zeit mehr Auslauf haben und dann nicht in den Gehegen sein müssen. Ja, die Elefantenmännchen, also ich habe noch nie vorher Elefantenmännchen gesehen. Letztes Jahr haben wir nur Weibchen gesehen. Wir waren ja auch in einer anderen Sanctuary, und ich muss sagen, diese Tour hat mir wirklich besser gefallen, weil letztes Jahr konnten wir die nur füttern, die Elefanten, und man hat die auch nur vorne in diesem Essbereich gesehen, und jetzt haben wir auch wirklich gesehen, dass die hinten viel Auslauf haben. Wir sind mit ins Gehege reingegangen, wir konnten so ein bisschen gucken, also man hatte irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl, dass die Elefanten wirklich Auslauf haben und dass es denen da gut geht. Nach den Elefantenmännchen haben wir dann noch ein Elefantenbaby mit der Mama gesehen und einer Grandma, hat die Wärterin sie genannt, obwohl das nicht die wirkliche Grandma ist, sage ich mal. Aber die leben sozusagen so zusammen, also das ist so eine Dreiergruppe. Diese Elefanten-Grandma, die spielt auch immer mit dem Kind. Ja, dann sind wir zurückgegangen und dann haben wir nochmal zwei Elefanten gefüttert. Ein anderes Elefantenbaby mit deren Mama, und die Mama wurde aus einer, ja, Dressurshow, so wo die tanzen mussten, rausgekauft, und deswegen musste man da auch ein bisschen aufpassen. Also man hat gemerkt, wenn man die gefüttert hat, hat die das Essen so richtig gezogen, also so richtig so bam, bam, gib mir das Essen, so voll kraftvoll, und die anderen waren da eher ein bisschen gechillter. Und jetzt erkläre ich nochmal kurz, was jetzt so dieser Sinn von dieser Sanctuary ist. Und zwar ist das sozusagen eine Elefantenauffangstation, wo Elefanten aus schlechten Verhältnissen rausgekauft werden. Ein Elefant kann gut mal 50.000 US-Dollar kosten. Die Wärterin meinte auch, dass es schwierig wäre, solche Tiere wieder auszuwildern, weil sie jetzt 60 Jahre lang immer Essen bekommen haben und dass sie dann vielleicht auch nicht in der Natur klarkommen würden. Wenn ihr irgendwo seht, dass Elefantenreiten angeboten wird oder mit den Elefanten baden zu gehen, ist auch schon sehr kritisch, dann solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Also Elefantenreiten ist auch schlecht für die Elefanten, und ja, die Shows, was es da alles gibt. Das zu den Sanctuaries. Oh mein Gott, ich laber auch schon wieder so viel, aber ich will eben euch das lieber ganz genau erklären, damit ihr wisst, was das genau für eine Elefantenstation war. Und ja, jetzt wollte Daniel gleich noch ein Video drehen. Der schläft aber gerade auch noch, deswegen warte ich die ganze Zeit und schneide mein Video. Und mal gucken, was wir dann heute noch so machen. Eigentlich ist es ja erst 15 Uhr knapp, also man kann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wenn das jetzt nichts wird, dann gehe ich, glaube ich, an den Strand. Aber wir schauen mal. So, Freunde, wie ihr seht, bin ich jetzt mit Daniel unterwegs. Wir drehen jetzt Daniels Video. Und ich darf sein Essen bestimmen. Ich habe ein paar ganz gemeine Sachen ausgesucht. Du hast bestimmt den Bauban mit Pfeffer genommen, ne? Zum Glück darf er nicht mein Essen bestimmen. Das macht so rum viel mehr Spaß. Stimmt. Weil ich kann einfach dein Essen bestimmen, ja, kann ich gemein sein, und du darfst nicht gemein sein. Ich werde dann nachher einfach so gemein zu dir sein. Ja. Mit Haaren ziehen und so. Aua. Also, schaut auf jeden Fall in Daniels Video vorbei. Ich glaube, ich spoiler euch gleich schon ein bisschen Essen. What? Sozial.
Der nächste Spot, wo wir sind, ist richtig krass, und zwar ist es der Jungle Club. Die Hinfahrt hierher ist nicht so einfach, also wenn ihr nicht sicher auf dem Roller seid, dann nehmt vielleicht ein Taxi. Aber es gibt sonst auch einen Fahrservice von der unteren Strecke an. Oh mein Gott, hier wurde einfach gerade direkt neben uns ein Heiratsantrag gemacht. Und schaut euch mal den Ausblick an. Richtig, richtig schön aus. Und Marlene darf jetzt für Daniel bestimmen. Das war's jetzt mit dem Vlog. Er ging irgendwie doch komplett um die Elefanten, weil wir gar nicht mehr so viel an dem Tag gemacht haben, außer das Video zu Ende zu drehen. Im nächsten Vlog werdet ihr auf jeden Fall unseren letzten Tag sehen auf Koh Samui. Wir werden zusammenpacken, noch ein bisschen was von Bangkok, von der Rückreise und so. Und danach sind wir auch wieder back in Germany, wo ich eigentlich schon bin. Aber ich habe wie immer vergessen, ein Outro zu drehen. Ihr kennt es inzwischen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.